Da nicht irgendwas drin, von wegen wie viele Runden wir fahren müssen? Das ist ein Zeitfahren, ja. Ich fahre mit Controller. Naja, wie gesagt, wir müssen mal wie viele Runden fahren müssen. Zeiten gefahren. Also jetzt kommt ein bisschen. Also wäre schön gewesen, wenn er sagt, okay, 50 Runden, das reicht dann irgendwann, aber. Na gut, müssen wir es also mal nehmen, wie es jetzt einfach ist. Ich fahre mit dem Controller. Die Frage ist, wann er es speichert und wie viele Punkte mehr er mitnimmt. Bei 3000 Punkten brauchen wir, um das Ding auf Gold zu fahren. Sagt er zumindest. Wir haben jetzt 3,8. Also hier um die 10, 12 Runden zu fahren und da dafür nichts zu bekommen, ist dann auch ein bisschen scheiße.
Ich weiß auch nicht, was mich erwartet hier. Das könnte mit der Zeit aber wirklich eng werden. Das war eine halbe Sekunde oder so, die am Ende noch übrig war. Punkte, die uns abgezogen werden. Aha, wenn die Zeit oben abläuft. Okay. Das ist das Ding. Aha, jetzt verstehe ich gerade, was Sache ist. Wir fahren einfach so lange, bis irgendwann keine Zeit mehr übrig ist. Okay, passt. 3800 Punkte und damit haben wir die erste Aufgabe erledigt. Ja, wir löschen, wir machen hier weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Das haben wir abgearbeitet, das heißt, wir machen damit jetzt weiter. Mit einem schnellen Rennen. Gut, machen wir rein. Gegnerstufe, naja, so schwer fahre ich nicht. Ich fahre jetzt mal auf Mittel. Na gut, dann weiß ich, was Sache ist. Okay. Also, aber 500 SS, Vallelunga, klopp, das ist, gibt jetzt aber ein schnelles Rennen. Ja, man muss sich auch reinfuchsen, ne? Das ist es halt. Und dann geht's los. Die Frage ist, wie weit geht's für uns nach vorne? Oder wie weit dürfen wir? Ich denke, wir müssen das Rennen gewinnen. Drei Runden. Okay, dann wissen wir zumindest, was Sache ist. Ich muss mich da jetzt ein bisschen reinarbeiten, dann müssen wir jetzt wieder ranarbeiten, ganz fett. Also wundert euch bitte nicht, dass es jetzt nicht direkt von Anfang an so klappt, wie ich das gerne hätte. Klar, das läuft gerade überhaupt nicht. Wir sind abgeschlagen, letzter momentan, kommen überhaupt nichts mehr zurück. Das Feld ist schon weg. Da ist auch gar keine Chance mehr, irgendwie ranzukommen. Ich sehe es, wir sind aber schon gar nicht mehr auf der Karte. Bis zu 2-1 und 600 haben wir an der Konkurrenz gehabt. Aber vom Tempo her kommen wir überhaupt nicht ran. Da unten kommen sie lang, aber wie gesagt. Letzter. Absolut abgeschlagen. Letzter hier auf diesem Kurs.
das wird ein hartes Stück Arbeit. Definitiv. Die Jungs sind schon alle im Ziel, während wir hier noch um den Kurs cruisen. Also Fakt ist, dass wir unserem ersten Rennen hier absolute chancenlos sind. Mit dem letzten Platz nach Hause zu fahren. Auf Gold haben wir keine Chance. Also ich muss mal gerade was umstellen. Tatsächlich. Nee, kann ich nicht, ne? Ja, komm. Ach, ja, hier. Warum auch immer der das mich jetzt... Warum der nicht mich verlassen lässt? Okay. Wir probieren es nochmal. Ich fahre das Ding mal auf sehr leicht. Um das überhaupt mal eine Chance haben, hinterher zu kommen. So, probieren wir es nochmal. Nicht so gnadenlos zu versagen, aber mal ein bisschen ranzukommen. Ich bin immer auf Mittel gefahren oder habe es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Ob mir das jetzt sehr leicht. Ja, klar ist es dann. Aber dann haben wir wenigstens mal eine Chance, ein paar Events zu schaffen. Schön, dass du mir noch mal einen mitgibst hier. Das geht natürlich voll auf die Tür. Warum auch immer wir auch gerade momentan auf 8 liegen, laut der Anzeige links. Ich nicht, weil wir nämlich eigentlich Sechster sind. Und auf Gold muss man das Ding gewinnen. Zwischendurch waren wir sogar auf 4, da ist aber noch einer da durchgeschlüpft. Jetzt setzt sich das ganze Ding auf 6. Gar keine Chance, daher zu kommen dort. Also, wie soll man sich mal überhaupt in die Situation, in den Zweikampf zu kommen? Ne? Wenn du übelst weit rausrutscht die ganze Zeit. Klar, der eine, der gibt dir einen mit und dann verlierst du so den Anschluss. Dann müssen wir mich erst noch hinten, dass wir nicht von den anderen beiden hinter uns kassiert kriegen werden. Ne? Es wird wahrscheinlich nur Platz 6 werden. Zumindest mal der zweite vorne. Und das ist, wie gesagt, schon auch sehr einfach. Also niedriger kann ich es nicht stellen. Ja, und das geht's. Sagt das Spiel, nö, da musst du ins Gras, damit du da mal wieder auf deinem Mummelglattdurch nach dem Platz kommen kannst. Ich hätte es gerne mal auf einer anderen Stufe gefahren. Aber ich fahre auch ein bisschen zusammen hier.
Aber scheinbar wird der Satz, das Spiel, der letzte Platz muss dir gehören, das geht nicht anders. Bleibt dabei. Nichts, aber auch null Krim bei diesem Rennen geschissen. Es bleibt beim absolut letzten Platz. Die können doch nur auf sich aufschließen, machen das alles so ohne Probleme und wir kriegen es nicht hin. Oh Mann. Lass mich in Ruhe. Ja, aber. Ja, dann machen wir das anders. Dann fahren wir. Gucken wir, dass wir die Dinger auf Gold fahren, die einzelnen Events. Dann ist halt eine lange Karriere. Ich hatte eigentlich gesagt, ich fahre Wiz Cup 1 und dann Wiz Cup 2 in der nächsten Fall. Dann machen wir es halt so. Mein Gott. Wenn einer da vorne natürlich jetzt ein bisschen sich absetzen kann. Aber die KI macht auch keine Fehler, ne? Die zeigt mir gerade auch nicht. Bietet mir auch nichts an gerade, dass man da irgendwie sich rausdrücken oder rausdreht oder was auch immer. Weil wir momentan nur auf zwei liegend dran sind. Warum rutschst du denn da ausgerechnet? Musst du da rausrutschen? Aber ich krieg den auch nicht mehr ein, nur angefangen davor, weil der mich so wegziehen kann. Der ist weg. Der ist definitiv weg. Wir meinen immer Platz 2 mit ein bisschen Glück. Ich denke, dass der mir nicht mehr dazu, dass der mir keinen Fehler mehr einbauen wird. Der fährt schon in die nächste Kurve rein. Ich kann mich immer wieder absetzen von dem Verfolgerfeld. Sekunden. Also ich verliere ja mehr, als ich dazu was machen kann. Das kriegst du nicht hin, ne? Kriegst du nicht hin, die Scheiße da. Naja, versuchen kann man es ja. Dankeschön. Och, leck mich doch am Arsch, Mann. Ach, was, du bist da dran? Das geht ja nicht. Da muss ich dich doch noch wegrammen, damit du dich geladen was wegdrehst. Damit du im Rennen verlierst.
Wieder der gleiche Scheiß, Alter. Hör mal auf, mich wegzudrehen, Mann. Geil. Im Zweifel muss man dann auch nochmal nachhauen, ey. Ja, ist egal. Scheiß drauf. Dich nehme ich noch mit. Ach, fuck. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Das nervt mich gerade. Du musst immer wieder neu anfangen. Also der regelmäßig... Weil die, der da hinten schön dir noch in die Karre düst. Egal. Scheiß drauf. Ich knall dich noch weg. Gefühl halt, wie gesagt... So, jetzt führen wir mal ein Rennen, dieses Rennen an. Da sind wir jetzt mal Gott sei Dank besser durchgekommen. Wie gesagt, wir fahren die Events tatsächlich bis bald tatsächlich pro Folge, die ein Event fahren. Also zumindest gefühlt. Klar, sind wir noch alle dran um uns. Und ich gehe mir auch gerade ein bisschen auf vorsichtig, als auf Risiko, um auf Vorsicht statt auf Risiko zu gehen. Um halt nicht irgendwie zu weit rauszurutschen oder sonst irgendwas, sich rauszudrehen, rauszurutschen, wie auch immer. Dieses Ding nicht wegzuwerfen. Da sind wir nämlich mal erster endlich. Also wegfahren kriege ich immer hin, aber weil ich irgendwie hinter eine Menge der Jahre zieht mir vorne vor die Nase weg. Naja, gut. Ist halt einfach mal so. So, Rennnummer. So, jetzt bloß keinen blöden Fehler einbauen. Bloß ich irgendwie jetzt weit rausrutschen. Das ist immer so die kritische Ecke. So machen quasi, dass wir die Events immer sowieso auf Gold irgendwie versuchen zu kriegen. Und dann muss es halt so sein, dass man dann 16 mal, 15 mal neu startet, bis man das irgendwann mal auf Gold hat. Keinen Fehler einbauen. Nicht zu weit raus irgendwie. Und dann haben wir das Ding auf Gold in der Tasche. Können wir das Ding nämlich auch verlassen? Ja, wir haben es geschafft. So, dann kann ich das Ding nämlich jetzt erstmal verlassen hier, weil da haben wir nämlich dann auch den zweiten Teil auf Gold.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem Zeitfahren hier bei Assetto Corsa. Naja, ist halt dann einfach so. Müssen wir halt so mit leben, müssen wir es halt gucken. Schauen wir schon irgendwie. Bis dahin und auf Wiedersehen.